أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, inshallah ta'ala werden wir heute das Kapitel At-Tahara abschließen. Und es waren schon einige Dinge, die wir in diesem Kapitel behandelt haben. Alhamdulillah Rabbil Alamin, derjenige, der das Kapitel mit uns durchstudiert hat, der weiß jetzt auch, wie er sich beim Wudu und außerhalb des Wudus richtig verhält. Und er ist gewiss bei dem, was er macht, weil er weiß, wonach er handelt. So gibt es einen Beweis dafür. Aber leider gibt es viele Leute, die dieses immer noch nicht gelernt haben, auch nicht nach 5 oder 7 oder 8 Jahren. Und diese Leute praktizieren mit Sicherheit einen Großteil von dem falsch, was sie täglich an Ibadat machen, und sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn sie hatten die Möglichkeit zu lernen, aber la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Manche Leute bevorzugen die Dunya über die Akhira. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen immer reinhalten und uns nach dem Wichtigsten streben lassen. Liebe Geschwister, Al-Hayd und An-Nifas ist heute unser Thema, und mit dem schließen wir auch dieses Kapitel ab. Bedeutet das Wochenbett, und An-Nifas, das ist An-Nifas ist das Wochenbett, und Al-Hayd die Menstruation. Über diese Themen werden wir heute inshallah subhanahu wa ta'ala sprechen, und ich bitte insbesondere die Schwestern, dass sie gut aufpassen, denn diese Themen sind noch mehr für sie wichtig, damit sie auch wissen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten müssen. Die Menstruation und das Wochenbett. Erstmal, was ist die Menstruation? Die Menstruation ist das bekannte Blut, welches bei den Frauen fließt. Die Menstruation ist das bekannte Blut, welches bei den Frauen fließt, und es gibt dafür keine gesetzesmäßige Mindest- oder Maximaldauer. Und es gibt dafür keine gesetzesmäßige Mindest- oder Maximaldauer, sondern das Gewöhnliche ist hier das Entscheidende. Ich sage nochmal die Definition. Die Menstruation ist das bekannte Blut. Was meinen wir mit bekannte Blut? Das bedeutet, es ist erstmal bekannt, dass bei einer Frau die Menstruation eintritt, und sie kommt immer zu einer bestimmten Periode. Deswegen heißt es auch Periode. Die Menstruation ist das bekannte Blut, welches bei den Frauen fließt, und es gibt dafür keine gesetzesmäßige Mindest- oder Maximaldauer. Wenn wir sagen, keine gesetzesmäßige Mindest- oder Maximaldauer, dann meinen wir aus Koran und aus Sunna. Sondern das Gewöhnliche ist hier das Entscheidende. Das ist die Menstruation, liebe Geschwister. Das Wochenbett ist das Blut, welches bei der Geburt eines Kindes bei der Frau ausfließt. Das Wochenbett ist hingegen das Blut, welches bei der Geburt eines Kindes bei der Frau ausfließt. Das heißt, womit ist das Wochenbett nur verbunden? Womit hängt das Wochenbett nur einzig und alleine zusammen? Mit der Geburt des Kindes. Anders als die Menstruation. Die hat nichts mit der Geburt des Kindes zu tun. Aber das Wochenbett, man nennt das im Arabischen An-Nifas, das ist verbunden mit der Geburt eines Kindes, und das Blut, was in dieser Zeit, das heißt, was nach der Geburt eines Kindes ausfließt, dieses nennt man Nifas. Sprich, die Frau befindet sich hier im Wochenbett. Wir haben gesagt, bei der Menstruation gibt es keine Mindest- und keine Maximaldauer. Aber bei der
bei dem Nifas. So gibt es eine Maximaldauer und die beträgt 40 Tage. Und dieses war die Ansicht der meisten Gelehrten, wie At-Tirmidhi rahimullah ta'ala in seinem Buch Al-Jami' gesagt hat. Die meisten Gelehrten haben die Ansicht vertreten, dass der Nifas oder die Zeit des Wochenbettes nicht 40 Tage übersteigt. Und der Beweis dafür ist die Überlieferung in Sunan At-Tirmidhi und in anderen Büchern. Und Al-Hakim sagt sie sahih und An-Nawawi und auch Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhim an Salama radiyallahu anha wa ardaha qalat kanat an-nufasa tajlisu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 40 yawma. Diejenigen, die den Nifas hatten, bedeutet die Kinder geboren haben, sie haben den Nifas für die Zeitdauer von 40 Tagen betrachtet. Und passt auf, wenn Salama radiyallahu anha sagte, dass diejenigen von Frauen, die Kinder zur Welt gebracht haben, dass sie 40 Tage dieses abgewartet haben, dann heißt es, dieses war eine, sie pflegten dieses zu tun, dann bedeutet es, dieses war die Praxis der Salaf, der Sahabiyya. Weil ein Sahabi sagt nicht einfach, diejenigen oder in unserer Zeit pflegten wir dieses und jenes zu machen. So wie Salama hier radiallahu anha gesagt hat, dass diejenigen von Frauen, die dieses betrifft, sie pflegten 40 Tage zu warten. Das bedeutet, dieses ist eine bestätigte Sunna und damit ist das für uns Religion, liebe Geschwister. Hier ist das jetzt nicht mehr ein Ijtihad in dem Sinne, sondern das ist jetzt Religion geworden. Das ist jetzt Religion geworden. Es gab einige Hadith-Gelehrte, die dieses angeprangert haben, diese Überlieferung, aber wallahu alam, es gibt viele der Hadith-Gelehrte, die diese Überlieferung als Sahih mindestens oder als Hassan klassifiziert haben. Als Sahih oder als Hassan klassifiziert haben, liebe Geschwister. Und diese Aussage wird gestärkt von der Aussage von Ibn Abbas radiyallahu anhu arda. Und diese ist bei Sunan al-Darimi, dass er sagte, An-Nufasa tantazir nahwan min 40 yawm. Diejenigen, die den Nifas haben, sprich die Kinder zur Welt bringen, diese warten 40 Tage circa ab. Diese warten circa 40 Tage ab. Das ist die Aussage von Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa arda, liebe Geschwister. Was ist verboten während der Haid und dem Nifas? Was ist verboten in der Zeit der Menstruation und in der Zeit des Wochenbettes? Muslim berichtet von Aisha radiyallahu anha wa ardaha, dass sie gefragt wurde, was eine Frau, die in der Menstruationsphase ist, bezüglich ihrer Gebete und bezüglich ihrer Fastentage machen soll. So sagte sie, Aisha radiyallahu anha wa ardaha, فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Wir wurden in dieser Zeit damit anbefohlen, dass wir As-Sawm bedeutet die Fastentage nachholen. Über welche Zeit spricht hier Aisha radiallahu anha? Über die Zeit des Ramadan. Ahsan. Über die Zeit des Ramadan. Wir wurden befohlen, dass wir in dieser Zeit die Fastentage nachholen. Sprich, eine Frau jetzt, die im Monat Ramadan sich befindet. Nehmen wir an, sie hat ihre Menstruation mitten im Monat Ramadan. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Jetzt konnte sie 7 Tage zum Beispiel nicht fasten, weil sie ihre Menstruationsphase hatte. Natürlich, wenn sie in dieser Zeit nicht gefastet hat, dann hat sie auch nicht gebetet. Aber sie sagt, Aisha radiallahu anha wa ardaha, Hadith ist bei Imam Muslim, wir wurden oder uns wurde befohlen, فَنُؤْمَرْ bedeutet uns wurde befohlen, dass wir die Fastentage nachholen, nicht aber die Gebete. Sprich im Monat Ramadan, wenn die Frau das Fasten nicht vollziehen kann aufgrund der Menstruation, dann holt sie was nach und was nicht? Was holt sie nach und was nicht? Omar? Die Fastentage. Sie holt die Fastentage nach und die Gebete nicht. Mafhum? Sie holt die Fastentage nach, aber die Gebete nicht. Dann sagt man, ja, warum Fastentage ja und Gebete nicht? Beweis. Da braucht man sich die Sache nicht so schwer zu machen. Alles ist belegt mit dem Beweis.
Und wenn der Beweis das so sagt, dann ist das so. Dann kannst du nicht hier einen Qiyas machen, sagen, ja, wenn Fastentage nachgeholt werden müssen, dann auch die Gebete. Das geht nicht. Das ist hier Qiyas, der nicht zulässig ist, weil dieses sich um religiöse Handlungen handelt, liebe Geschwister. Aber hier ist der Beweis eindeutig. Sie sagte, radiallahu anha, uns wurde befohlen, dass wir, natürlich, sie spricht über den Monat Ramadan, dass wir die Fastentage nachholen, nicht aber die Gebete. Okay? Das sind normalerweise Informationen, die jeder Muslim wissen sollte, aber wir sehen leider nicht diese Praxis im Alltag. Das heißt, eine Frau muss auch, wenn sie nicht fasten konnte, diese Fastentage nachholen, und zwar so schnell wie möglich, nicht aber die Gebete, liebe Geschwister. Was ist noch nicht erlaubt, wenn die Frau im Menstruationszustand ist? Der Geschlechtsverkehr ist ihr verboten mit dem Ehemann. In dieser Phase ist es für die Frau nicht erlaubt, den Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann, liebe Geschwister, auszuführen. Und es gibt hier eine strenge Warnung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Man atta ha'idan aw imra'a fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und nach Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala in Sahih At-Tirmidhi als authentisch klassifiziert. Er sagte: Wer Geschlechtsverkehr mit einer menstruierenden Frau hat oder Analverkehr mit ihr hat oder er geht zu einem Wahrsager, der hat verleugnet, womit Muhammad s.a.w. gekommen ist, mit der Botschaft. Der hat verleugnet, womit Muhammad s.a.w. gekommen ist, sprich mit der Botschaft. Ich wiederhole: Wer Geschlechtsverkehr mit einer menstruierenden Frau hat oder Analverkehr mit ihr hat oder er geht zu einem Wahrsager, überlegt mal, subhanallah, welche Dinge hier im Zusammenhang genannt werden, oder er geht zu einem Wahrsager, der hat verleugnet, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde. Und Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagt in seinem Werk Al-Majmu'a, und es ist ein Ittifaq al-Ulama, es ist eine Übereinstimmung der Gelehrten. Derjenige, der es als erlaubt sieht, mit seiner Frau in der Zeit der Menstruation zu schlafen, so hat er Ridda gemacht und er ist ein Murtad. Er hat die Religion verlassen. Möge Allah uns bewahren. Weil wer das verboten hat? Na, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sagt dieses im Koran. Wer kann mir die Eier sagen aus Surah Al-Baqarah? Yas'alunaka an. Na? Sie fragen dich nach der? Fragen dich nach der Menstruationsblut? Menstruationsblutung? Sie nicht so lang? Erstmal, was kommt danach? Hol? Das ist ein Hol, das ist ein Leiden. Richtig. Sprich, dieses ist ein Leiden. Was bedeutet Leiden? Was haben wir gesagt? Was bedeutet Leiden? Na? Nee, was bedeutet Leiden hier? Wenn der Mann mit ihr in dieser Zeit Geschlechtsverkehr hat, so wird es zu Krankheiten führen. Fragt die Wissenschaft, ob das authentisch ist. Wer die Wissenschaft einen hohen Stellenwert gibt. Ich denke, wenn ein Muslim die Eier liest, dann reicht das für ihn. Sprich, dieses ist ein Leiden. So kommt ihn nicht zu nah, bis sie sich gereinigt haben. Befehl? Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen diese Überlieferung, liebe Geschwister. Derjenige, ich wiederhole, der es als erlaubt sieht, der es als erlaubt sieht, mit seiner Frau während der Menstruationsphase Geschlechtsverkehr zu haben, und es gibt viele Männer, die das machen, möge Allah uns bewahren, dieser hat die Religion verlassen. Heißt es, dass in dieser Zeit nichts an Intimität zwischen dem Mann und der Frau erlaubt ist? Antwort: Doch, es ist was erlaubt. Und zwar, liebe Geschwister, ist es so, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, über die Zeit von der Menstruation bei einer Frau, wenn es um Intimität mit dem Mann geht, er sagte: Isna'u kulla shay illa nikah. Und diese Überlieferung ist bei Muslim.
tut alles außer dem Nikah. Nikah, das ist die wörtliche Bedeutung von Nikah, ist was? Ist Geschlechtszwecke. Das bedeutet, tut alles außer dem Geschlechtsverkehr. Tut alles außer dem Geschlechtsverkehr. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dieses erlaubt, dass es zu Intimitäten zwischen einem Mann und einer Frau kommen darf, auch wenn sie in der Menstruationsphase ist. Wo ist aber die Grenze? Die Grenze ist, dass es nicht zum, was kommen darf, zum Geschlechtsverkehr. Das ist die Grenze. Wer diese Grenze überschreitet, der hat die Grenzen Allahs subhanahu wa ta'ala überschritten. Und wir wissen, dass Menstruationsblut ist besonders was? Najis. Das ist besonders unrein, liebe Geschwister. Derjenige aber, der dieses in der Vergangenheit gemacht hat, oder vielleicht gestern oder vorgestern, was soll er tun? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einem Mann, der ihn darüber befragte, was derjenige tun soll, der mit einer menstruierenden Ehefrau geschlafen hat. Er sagte, يتصدق بدينار أو نصف دينار. So soll er als Spende einen Dinar geben oder die Hälfte eines Dinar. So soll er als Spende einen Dinar geben oder die Hälfte eines Dinar. Wie viel ist ein Dinar? Ein Dinar sind circa 4,25 Gramm. Vom was? Vom Gold, liebe Geschwister. 4,25 Gramm vom Gold. Das ist umzurechnen. طيب. Wovon hängt das ab? Ein Dinar oder einen halben Dinar? Ibn Abbas radiallahu anh sagte, diese Überlieferung ist authentisch, überliefert von ihm, derjenige, der mit seiner Frau in der ersten Blutphase schläft, das bedeutet, sie ist in welcher Zeit? In der Menstruation. Derjenige, der mit seiner Frau in der ersten Menstruationsphase schläft, so bezahlt er einen Dinar. Kafara. Es gibt hierfür eine Kafara. Wir reden hier nicht über Ramadan, passt auf. Ramadan gibt es eine andere Kafara. Im Ramadan war der Hadith über das Schlafen mit der Ehefrau während des Fastens. Hier geht es aber um was? Hier geht es erstmal außerhalb Ramadan und zweitens Menstruationsphase. Menstruationsphase, liebe Geschwister. Deswegen sagt Ibn Abbas radiallahu anh, derjenige, der mit seiner Frau in der Menstruationsphase, in der ersten Blutphase verkehrt, so zahlt er einen Dinar. Und derjenige, der in der Endphase ihrer Blutphase verkehrt, das heißt, es war so gut wie zu Ende, aber es war noch nicht zu Ende, der zahlt wie viel? Einen halben Dinar. Das ist Qaul Ibn Abbas radiallahu anhu arda, Turjuman al-Quran, der Übersetzer des Koran, liebe Geschwister. Ich fasse nochmal zusammen. Die Frau darf in dieser Zeit keinen Geschlechtsverkehr mit dem Ehemann haben. Es ist eine Sünde von den Sünden und ist verbunden mit einer Kafara, wenn sie dieses dennoch tut. Eine Kafara ist wie eine Art Sühne. Das heißt, sie muss das wieder gut machen. Die Wiedergutmachung sieht danach aus, dass der Mann einen Dinar oder einen halben Dinar, je nachdem wann er mit ihr verkehrt hat, in der Menstruationsphase, dieses bezahlen muss. Und dieses ist authentisch überliefert, dass er einen Dinar oder einen halben Dinar bezahlen muss. Dieses ist in allen vier Sunan-Büchern, liebe Geschwister, verzeichnet. Aisha radiallahu anha, sie sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu jeder von uns Frauen, wenn sie ihre Menstruation hatte, dass sie ein Tuch um ihre Hüfte binden sollte. Ein Tuch, das muss kein Tuch sein, das kann auch ein Rock sein oder etwas, was ein Kleidungsstück sozusagen ist, dann könnte ihr Ehemann bei ihr liegen. Was bedeutet, dann könnte ihr Ehemann bei ihr liegen? Wir hören die andere Überlieferung. Isna'u kulla shay illa nikah. Macht alles außerdem nikah. Das bedeutet, es sind Intimitäten erlaubt, weil manche übertreiben. Die sagen, nein, wenn die Frau menstruierend ist, wer hat das gemacht? Die Juden. Wenn die Frau menstruierend war bei ihnen, dann haben sie praktisch ausgesondert, in ein anderes Gebäude fast. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er ist nicht mit dieser Religion gekommen. Sogar als Aisha radiallahu anha wa ardaha menstruierend war, sie war natürlich angezogen, aber sie war menstruierend, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf in ihren Schoß gelegt und was gelesen? Na,
Koran. Das heißt, wir haben nicht den Umgang mit unseren Frauen, auch wenn sie menstruierend sind, wie andere. Das bedeutet, es gibt intime Beziehungen, aber wie Aisha radiallahu anha gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, die sollen sich was um die Hüfte machen, eine Art Tuch. Warum? Wer sagt mir warum? Wer sagt mir warum? Nein. Das Zeichen, dass sie menstruierend sind? Nein. Wer sagt mir warum? Sollte die Frau ein Tuch um ihre Hüfte machen? Tayyib, tfadal, Ismail. Damit es nicht ausläuft? War glaube ich. Nein. Das hindern, damit der Mann nicht. Richtig, sehr gut. Das ist wie eine Art Schutz, dass man die Grenze bewahrt. Weil ist das eine Fitna? Natürlich. Es ist trotzdem eine Fitna. Okay? Es ist trotzdem eine Fitna, deswegen das Tuch ist wie eine Art Schutz. Dass man verstehen soll, diese Region darf nicht, wie Allah das sagt im Koran, man darf das Saatfeld nicht beackern. Okay? Ich denke, jeder versteht das. Heißt, nochmal, nicht die Intimität mit der Frau ist verboten in dieser Zeit, sondern nur das Gesamte, das Bestimmte bedeutet der Geschlechtsverkehr. Gibt es Fragen hierzu erstmal? Na, Bilal. Also wenn er das nicht verleugnet, dass es verboten ist, dass er die Ehe macht, aber er weiß, dass es verboten ist, und er macht es trotzdem, dann ist es keine gute Frage. Der Bruder fragt, wenn er nicht sagt, dass es erlaubt ist für ihn, in der Zeit, wo sie die Menstruation hat, mit ihr zu schlafen, er macht das als Sünde, aber er weiß, es ist Haram und er wird dafür zur Rechenschaft gezogen, natürlich, dieses ist kein Kufr. Dieses ist eine große Sünde. Dieses ist eine große Sünde, die er hier in diesem Zusammenhang gemacht hat. Und das gilt für alle Sachen in der Religion. Wenn er Sinner macht, aber er weiß, es ist verboten für ihn und Allah wird ihn bestrafen dafür, so ist dieses eine kleine Sünde. So ist dieses eine Sünde und nicht Kufr. Wenn er das aber allgemein als erlaubt sieht, das ist Kufr. Aber die Frage war, ob das kleine Kufr ist, eine schwere Sünde. Natürlich, diese Überlieferung, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat bei At-Tirmidhi, dass derjenige, der mit einer menstruierenden Frau schläft oder mit ihr den Analverkehr vollzieht oder zu einem Wahrsager geht, der hat verleugnet, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Natürlich, der Analverkehr und auch die Menstruationszeit zu nutzen für den Geschlechtsverkehr, dieses ist kleiner Kufr. Okay? Dieses ist nicht der große Kufr. Wallahu ta'ala, a'la wa a'la. Na. Zahlt nur der Mann die Kafara oder auch die Frau? Zahlt nur der Mann die Kafara oder auch die Frau? Was uns bekannt ist, ist, dass der Mann die Kafara zahlt. Okay? Die Frau, und ich sage das deutlich, auch den Schwestern, wenn der Mann ihr auch befiehlt, dass sie in dieser Zeit, wo sie menstruierend ist, mit ihr zu schlafen, weil er als Argument angibt, ich kann dir befehlen und du musst mir gehorchen, hier gibt es keine Gehorsamkeit für die Frau. Nein. Warum? Weil dieses gegen das Gesetz, Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer bekannten Überlieferung, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Es darf keine Gehorsamkeit gegenüber einem Geschöpf geben, wenn man dabei wem ungehorsam ist? Allah subhanahu wa ta'ala. Wäre man hier Allah gegenüber ungehorsam? Nein. Deswegen darf sie ihm oder darf sie ihm nicht gehorchen? Nein. Sie darf ihm nicht gehorchen. Egal was der Mann macht, die Frau muss dieses vehement ablehnen. Nein. Nicht, dass sie sagt, ja, er hat es halt so von mir gewollt. Nein. Das reicht nicht. Möge Allah uns bewahren. Nein. Tfadda. Gelten diese drei Punkte also für Heid und Fast? Dass sie nicht beten darf, nicht fasten. Nein. Gelten diese drei Punkte, dass man nicht beten und nicht fasten und nicht Geschlechtsverkehr
haben darf für beide Dinge, für Haid und für An-Nifas, ja, sie haben dasselbe Urteil. Ich habe das ja natürlich schon in den vorigen Unterrichten gesagt, deswegen nenne ich die beiden auch immer zusammen, weil sie dasselbe Hukum haben. Die haben beide dasselbe Urteil, liebe Geschwister. Dazu noch Fragen zu der Menstruation? Nein. Kannst du nochmal mit der Kafara wiederholen? Mit der Anfangsphase und der Endphase? Nein. Der Prophet Muhammad Sallam sagte doch, er soll einen Dinar spenden oder einen halben Dinar. Dann haben wir gesagt, warum ein Dinar, warum einen halben Dinar, wann ein Dinar, wann einen halben Dinar? Nein. Einen ganzen Dinar, wenn er in der Anfangsphase mit dir Geschäftsverkehr hatte. Anfangsphase von? Von der Menstruation. Von der Menstruation, ach so. Und einen halben Dinar in der Endphase. Nein. Info? Tfada. Bila. Ist es Atmen und Schutz, diese Tuch? Oder kann man auch mit das abmachen? Nein, ist auf jeden Fall nicht normal. Kann man auch damit auf Kiste machen oder ist das Das Tuch ist natürlich eine Art Schutz. Aber heißt das jetzt, du bist völlig geschützt? Deswegen haben manche Gelehrte das als unbeliebt gesehen, dass ein Mann mit einer Frau auch in der Menstruationsphase intim ist. Nicht, weil sie die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgelehnt haben, sondern weil sie Angst davor gehabt haben, dass was passiert? Na, die Sinne. Die Sinne. Ich bin heute den ganzen Tag. Dass hier er in dieser Zeit, in der Menstruationsphase, mit ihr den Geschlechtsverkehr ausübt. Also wenn er mit ihr, ich verstehe, mit Hose macht. Es scheint so, als ob du sehr genau verstehen möchtest, aber Vater. Geht es oder geht nicht? Weil er nur mit ihm diese Hose macht. Habibi, ich meine, ohne diesen doch was hat der Prophet sallam gesagt? Tut ein Tuch. Nein. Isna'u kulla shay. Was heißt das? Tut alles außer den. Außer den Nikah. Ist klar? Okay. Alhamdulillah. Na, tfadda. Bezüglich des Tawaf, wie sieht es aus, wenn eine Frau menstruierend ist? Natürlich viele Frauen, die fragen, ob sie in der Zeit der Hajj die Pille nehmen dürfen, damit sie dieses hinauszögern mit der Menstruation, dass sie praktisch die ganzen Riten machen kann, ohne dass sie in dieser Zeit was bekommt? Die Menstruationsphase. Die Gelehrten sagen, es ist besser, dass sie ihren natürlichen Lauf dem Körper lassen soll. Wenn sie aber menstruierend ist, dann kann sie nicht den Tawaf machen, sondern sie muss warten, bis sie rein ist. In dieser Zeit darf sie nicht den Tawaf machen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith ist bei Bukhari und Muslim, er hat zu Aisha radiallahu anha gesagt, tu alles, was ein Pilgerer tut, außer den Tawaf. Tu alles, was ein Pilgerer tut, Pilger ist der Hajj macht, außer den Tawaf. Das heißt, wenn sie menstruierend ist, darf sie den Tawaf machen? Antwort, nein. Aber sie kann andere Dinge machen. Nein, sie darf andere Dinge machen. Dann kommen wir zu Al-Istihada. Wann ist der Adhan? 45. Noch drei Minuten. Subhanallah, die Zeit geht so schnell. Wir können den Adhan ein bisschen verschieben, ein paar Minuten. Al-Istihada, liebe Geschwister, es ist das Blut, welches außerhalb der Periode und dem Wochenbett fließt. Al-Istihada ist das Blut, welches außerhalb der Periode und dem Wochenbett fließt. Damit wissen wir, ist Al-Istihada die Menstruation oder das Wochenbett? Antwort? Nein. Sondern es ist das Blut, welches außerhalb der Periode und dem Wochenbett fließt. Und hier gibt es die Überlieferung, die ihr schon kennt. Und das ist gut, dass wir manche Überlieferungen ständig wiederholen, weil so werden sie, insha'Allah ta'ala, sicherer in den Köpfen sein. Und man kann diese Beweise dann auch nutzen, um sich selber zu stärken und sich gewiss zu sein in der Religion, liebe Geschwister. Die Überlieferung von Aisha radiallahu anha, dass Fatima bint Abu Hubeish den Gesandten sallallahu alaihi wasallam fragte, O Gesandter Allahs, ich werde nicht blutfrei sein. Soll ich das Gebet sein lassen? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, es handelt sich dabei lediglich um eine Blutader, nicht um eine Monatsregel. Es handelt sich dabei lediglich um eine Blutader, nicht um eine
Monatsregel. Wenn die Monatsregel da ist, lasse das Gebet sein. Und wenn ihr gewöhnlicher Zeitablauf vorbei ist, so wasche das Blut von dir ab und bete. Was heißt diese Überlieferung? Ich übersetze es mit kurzen, einfachen Wörtern. Fatima, radiallahu anha, nicht die Tochter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie hat ihm gesagt, dass diese Istihada hat. Istihada heißt so viel wie Schmierblutung, liebe Geschwister. Und wir haben gesagt, dass das Blut, was fließt, außerhalb von Wochenbett und Menstruation. Sie sagte, ich werde nicht blutfrei. Das heißt, die gesamte Zeit fließt bei ihr das Blut. Soll ich jetzt das Gebet nicht mehr verrichten? Er sagte zu ihr, hier geht es um eine Blutader. Das bedeutet, es kommt nicht aus der Gebärmutter, sondern, weil die Periode kommt aus der Gebärmutter, sondern es kommt von einer Ader. Und wenn deine Regel da ist, dann lasse das Gebet sein. Weil natürlich, wie wir gelernt haben, in der Zeit, wo sie menstruierend ist, darf sie nicht beten. Und wenn ihr Zeitablauf vorbei ist, das bedeutet von der Istihada, von der Schmierblutung, so wasche, von der Regel, so wasche das Blut von dir ab und bete. Was hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam? Wasche das Blut von dir ab. Warum? Weil diese Sache auch najis ist. Istihada ist nicht. Ist najis. Deswegen, sie sollte das Blut abwaschen und dann kann sie beten, liebe Geschwister. Na. Hier unterscheiden wir drei Merkmale zwischen der Istihada und der Menstruationsblutung. Weil eine Frau könnte sagen, wie soll ich dieses unterscheiden? Und ihr habt das alles schon gelernt, inshallah, aber dies nochmal zur Festigung. Wie soll ich das unterscheiden, dass ich, wenn ich meine Menstruationsblutung hatte und die dauert sehr, sehr lange, außergewöhnlich lange, ich weiß aber nicht, darf ich wieder in der Zeit beten, weil das keine Menstruation mehr ist, oder ist dieses jetzt Istihada? Wie kann ich das feststellen? Man kann den Unterschied zwischen den beiden Dingen sehr gut feststellen. Und man muss das feststellen, denn in der einen Situation der Menstruation darf man nicht beten und nicht fasten und keinen Geschlechtsverkehr haben. Während man in der Zeit der Istihada dieses sehr wohl darf. Deswegen, liebe Geschwister, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal mit ebenfalls Fatima gesprochen, das ist eine andere Überlieferung aber, die ist bei Abu Dawud und An-Nasa'i und Ibn Hibban und Al-Hakim haben sie als authentisch klassifiziert und auch Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala. Er sagte zu ihr, zu Fatima, إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ. Wenn dieses Menstruationsblut ist, dann ist das dunkelrotes Blut. Hier Aswad bedeutet dunkelrot. Dunkelrotes Blut und es ist bekannt. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِ عَنِ الصَّلَةِ. Wenn dieses der Fall ist, dass dieses Menstruationsblut ist, dann lasse das Gebet. فَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. Wenn es aber das andere Blut ist, so vollziehe die Gebetswaschung und bete, denn dieses ist nur von einer Blutader. Hier haben wir eine Information, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns ein Merkmal genannt hat von dem Menstruationsblut. Und zwar, das ist, dunkelrot ist. Es ist dunkelrot. Ha? Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesagt hat, فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفْ. Denn er ist schwarz, heißt hier, wie gesagt, dunkelrot, aber es ist schon sehr dunkles Rot, und es ist bekannt. Das bedeutet, die Frau hier in dieser Phase muss feststellen, ob das Menstruationsblut ist oder ob das Istihada ist. Nochmal, bei Istihada muss sie beten, muss sie fasten im Monat Ramadan. Und es ist ihr erlaubt, den Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Deswegen ist hier wichtig, dass sie das unterscheiden kann. Und die Unterscheidung ist anhand dieser drei Merkmale. Dunkelrotes Blut, und das zieht mit sich, dass dieses klumpig ist und einen unverwechselbaren, strengen Geruch hat. Das sind die Merkmale für die Menstruation oder ist der Haber? Nein, für die Menstruation. Dunkelrot, klumpig und einen unverwechselbaren, strengen Geruch. Tayyib. Kann es aber sein, dass die Frau sagt, ich habe keine Ahnung, welches das ist? Ja, das passiert. Dass die Frau nicht weiß, ob sie jetzt gerade in der Menstruationsphase ist, weil normalerweise dauert vielleicht ihre Menstruationsphase 6 bis 8 Tage, aber jetzt ist sie schon beim 12. Tag. Aber wir haben gesagt, gibt es für die Menstruationszeit eine Maximal- oder eine Minimaldauer? Antwort? Nein.
Die meisten Gelehrten und unter ihnen Imam Ahmad ibn Hanbal, vom Madhab Imam Ahmad ibn Hanbal und andere Fuqaha, sie haben gesagt, nach 15 Tagen ist hier keine Menstruation mehr vorhanden. Das ist hier nur noch Istihada. Aber es gibt keinen Beweis für diese Aussage. Sondern wir sagen, es gibt keine Maximaldauer und keine Minimaldauer. Das heißt, die Menstruation könnte 2 Tage dauern, aber sie könnte auch 18 Tage dauern. Das ist unterschiedlich. Und bei manchen Frauen, wie ihr wisst, dauert das länger als andere. Dauert es länger als bei anderen. Deswegen, was ist, wenn sie das nicht unterscheiden kann? Ihre Menstruationsphase ist normalerweise 6 bis 8 Tage, sie ist aber jetzt schon beim 12. Tag. Und dann hat sie auch Watte genommen und das an ihrem Geschlechtsteil gehalten und versucht herauszufinden, ob dieses jetzt Menstruationsblut oder Istihada ist. Aber sie hat es nicht entziffern können, sie hat es nicht identifizieren können. Wie verhält sie sich hier? Sie muss hier Ijtihad machen. Sie muss hier Ijtihad machen, denn der Prophet s.a.w. sagte das so, bint Hubeish, dass sie sehen soll, ob dieses 6 oder 7 Tage dauert. Was heißt 6 oder 7 Tage? Die Gelehrten sagen nicht, dass sie sich aussuchen kann, was sie will, sondern sie soll hier zurückkehren zu Al-Ada. Al-Ada ist was das? Gewohnt. Das heißt, wenn ihre Menstruationsphase normalerweise 6 bis 8 Tage dauert, aber jetzt ist sie schon am 12. Tag und es gibt immer noch Blut bei ihr, aber sie kann dieses Blut nicht unterscheiden vom anderen. Hier in dieser Phase kehrt sie zurück zu welcher Regel? Na? Zum Bekannten. Und das ist, was der Prophet s.a.w. zu Bint Hubeish gesagt hat. Dass sie gucken soll, ob dieses 6 oder 7 Tage gedauert hat, ihre Menstruationsregel. Das heißt, der Prophet s.a.w. hat hier ihr gesagt, sie soll sich auf beste Art und Weise anstrengen und nicht aussuchen, ja, das waren schon normalerweise, nein. Sondern sie soll sich auf beste Art und Weise abmühen und dann kehrt sie zurück zu dem Gewohnten. Und wenn sie zurückkehrt zu dem Gewohnten, dann bedeutet es, dass sie hier Russel macht, sich sauber macht und dann ist ihr das erlaubt, was ihr in der Menstruationsphase nicht erlaubt war, liebe Geschwister. Na, und wir haben erwähnt, diejenige, die in der Istihada-Phase ist, bedeutet, sie hat die Schmierblutung. Die ist nicht wie die menstruierende Frau. Aber der Unterschied ist, sie muss für jedes Gebet, was machen den? Den Wudu, nicht den Russen. Bei Istihada nicht den Russen. Sie muss für jedes Gebet den Wudu machen. Mafum? Wenn sie Istihada hat, muss sie für jedes Gebet den Wudu machen. Wenn sie menstruiert ist, darf sie sowieso nicht beten. Ich weiß, das sind Themen, die jetzt vielleicht nicht jeden interessieren. Eigentlich sagt man sich, warum machen wir das? Doch, weil du hast schon als Ehemann die Aufgabe eigentlich, dass du deiner Frau die Religion beibringst. Weil wisst ihr, das Problem ist heutzutage, die Frauen schämen sich, das ist eine gute Eigenschaft. Aber Salama hat sich mehr geschämt als ihr. Und sie sagte, Inna Allaha la yastahi min al-haq. Allah, er schämt sich nicht vor der Wahrheit. Und das war, als sie eine Frage gestellt hat über einen feuchten Traum. Warum? Sie wollten ihre Religion lernen. Und so sollen die Schwestern das auch machen. Und ich kritisiere an den Frauen ganz deutlich, dass sie aufgrund des Schämens, ich habe gesagt, das ist eigentlich eine gute Eigenschaft, aber zur falschen Stelle. Aufgrund des Schames fragen sie irgendeine Frau, Hauptsache eine Frau, ob sie Wissen hat oder kein Wissen hat, sie fragen sie. Und die gibt ihnen auch noch eine Fatwa, weil Fatwa geben ist leicht. Ihr seht, bei Unterrichten ist keiner. Mashallah, möge Allah uns bewahren. Aber wenn es darum geht, eine Fatwa zu geben, dann hast du 15 Leute, die bereit sind, dir 3 Aussagen zu geben. Und die fragen dann irgendeine Frau und die gibt ihnen eine Antwort. Die sagt, warte, ich google mal. Sheikh Google. Und dann holt sie irgendwas raus. Die weiß gar nicht, dass sie auf einer Shia-Seite gerade ist. Oder, Allahu alam, aber egal, google. Und dann gibt sie eine Information. Und diese Schwester macht sich hier strafbar im islamischen Sinn, dass sie Leute gefragt hat, die nicht das Wissen besitzen. Und daher muss sie das genau lernen, damit sie auch weiß, wie wir... Ich meine, deswegen machen wir die Unterrichte. Na, inshallah, liebe Geschwister, habe ich mich heute klar und verständlich ausgedrückt.
dass man verstanden hat, was jetzt diese Dinge bedeuten. Ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit für Fragen und dann inshallah ta'ala beten wir das Esha-Gebet, wie ihr euch... Na, tfadda. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei der Istihada, alles, was nach der Hada ist, also beispielsweise 6 bis 8 Tage ist, also alles nach der Hada ist Istihada automatisch? Nein. Der Bruder stellt eine gute Frage. Hat er das richtig verstanden, dass alles, was nach der Menstruationsphase ist, Istihada ist? Antwort, ja. Aber erstmal müht sie sich ab, um zu gucken. Natürlich. Okay. Na klar. Mal angenommen, sie hat immer diese 6 bis 8 Tage, wie ich das Beispiel genannt habe. Aber jetzt, in diesem Monat, hat sie 12 Tage. Und normalerweise hat sie keine 12 Tage. Hier schaut sie, nimmt ein Stück Watte, tut das auf ihr Geschlechtsteil und versucht das voneinander zu unterscheiden. Ist sie dazu nicht in der Lage, kehrt sie zurück zur Ada. Okay. Mafhum? Ja. Tfadda, Ismail. Wenn eine Frau also ihre Menstruation hat in Ramadan und außerhalb Ramadan und danach das hört auf, muss sie das nachholen oder muss sie das nicht nachholen? Wenn eine Frau im Monat Ramadan ihre Menstruation hat, muss sie lediglich die Fastentage nachholen, nicht aber die Gebete. Und die Fastentage in derselben Anzahl wie die Tage, die sie versäumt hat. Weil der Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Und hier die Gelehrten stufen sie ein wie eine kranke Frau. Wer von euch krank ist oder auf Reise, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. So hat er dieselbe Anzahl an Tagen zu leisten, die er nicht geleistet hat. Okay? Na, tfadda. Und wenn die Frau alles gehalten hat und sie macht für jeden Gebet einmal Wudu. Und was danach kommt, ist speziell Rollen oder wie ist es? Wenn sie Istihada hat, Schmierblutung. Ja. Wie ist die Sache hier? Für jedes Gebet macht sie den Wudu. Wenn das aber so schwer ist für sie, dann soll sie in der Mitte der Zeit beten, sodass sie 2 Gebete nacheinander beten kann mit einem Wudu. Nicht zusammen beten, aber zum Beispiel. Ich gebe euch ein Beispiel. Normalerweise das Dhuhr-Gebet, das Mittagsgebet, ist jetzt um 12 Uhr. Okay? Das Asr-Gebet ist um, sagen wir, 14 Uhr. Dann betet sie das Dhuhr-Gebet um 13 Uhr, damit sie auch mit diesem Wudu gleich um 14 Uhr das Asr-Gebet verrichten kann. Sonst wird es so schwer für sie, wenn die gesamte Zeit bei ihr diese Istihada vorhanden ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ist das klar? Na, tfadda. Wie viel ist der Wert von einem Dinar? Der Wert von einem Dinar, wir haben gesagt, wie viel Gramm Gold sind das? 4,25 Gramm Gold. Frag mich jetzt nicht, was ein Gramm Gold kostet. Sehr teuer momentan, deswegen soll man besonders aufpassen. Der Goldpreis ist sehr, sehr hoch. Möge Allah uns bewahren. Aber nicht, wenn er runtergeht, dass man sagt, ach, Gebet oder auch für freiwillige Gebete? Wenn die Frau in der Zeit von Al-Hayd nicht beten und nicht fasten kann, gilt das nur für die Pflichtsachen? Ja, das gilt nur für die Pflichtsachen. Nicht für die Freiwilligen. Jetzt zum Beispiel, sie möchte Ashura fasten, aber sie hat Menstruation. Dann holt sie das nicht nach. Weil dieses... Ich meine, ob sie freiwilliges Fasten machen darf während der Zeit der Menstruation. Ah, darf sie freiwilliges Fasten oder freiwilliges Beten in der Zeit der Menstruation verrichten? Nein. Das gilt für das Pflichtfasten, für das Pflichtgebet und auch für das freiwillige Fasten und das freiwillige Gebet. Alles muss unterlassen werden. Al-Istihada, kommt es bei jeder Frau oder ist das sowas wie eine Krankheit? Na, kommt das bei jeder Frau vor? Es ist gewöhnlich bekannt unter den Frauen. Na, hat einer noch eine spezielle Frage dazu? Bitte schön. Eine Frau, die in der Menstruation ist, außerhalb von Ramadan, betet nicht. Muss sie die Gebete nachholen? Eine Frau, die außerhalb von Ramadan ist, die nicht betet in dieser Zeit, muss sie die Gebete nachholen? Natürlich nicht. Deswegen hat Aisha radiallahu anha gesagt, uns wurde befohlen, dass wir was nachholen? Die Fastentage nicht, aber die Gebete. Okay? Das heißt, nur die Fastentage im Ramadan werden nachgeholt, nicht aber die Gebete. Möge Allah azza wa jalla uns unter den Erretteten zählen. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.